Neue Gewalt in Syrien. Landesweit gab es gestern wieder mindestens 34 Tote. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Proteste auf mindestens 2000. Heute sollen Vertreter aus Indien, Brasilien und Südafrika nach Damaskus reisen, um Staatschef Assad zu einem Ende der Gewalt zu bewegen. Die Botschaft des türkischen Außenministers Davutoğlu war klar. Syriens Militäreinsätze gegen die Opposition müssen aufhören. Doch Präsident Assad lässt seinen Besucher eiskalt abblitzen. Seine Regierung werde weiter gegen die, so wörtlich, terroristischen Gruppen vorgehen. Der türkische Vermittlungsversuch nach mehr als 2 Stunden gescheitert. Den Kontakt zur syrischen Regierung will die Türkei dennoch halten. Zurück in Ankara versucht Davutoğlu deshalb, den Eindruck eines politischen Eklats zu vermeiden. Wir haben mit Präsident Assad klar und deutlich darüber gesprochen, wie verhindert werden kann, dass Militär und Bevölkerung weiter direkt aufeinanderprallen. Und wie neue Gewalt, wie wir sie in Hama beobachtet haben, unterbunden werden kann. Doch schon während des Gesprächs soll die Armee ihre Offensive fortgesetzt haben. Diese Bilder von heftigen Schießereien in der ostsyrischen Stadt Deir al-Zor sollen das belegen. Assads Krieg gegen das eigene Volk geht offenbar unvermindert weiter.